Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute werden wir mal wieder die Food Champions Belohnungen abrufen. Ihr seht hier Food Champions Weekend League abgeschlossen. Wir haben Elite 3 erreicht. Ein Premium Team der Woche Set, ein Jumbo Seltener Spieler Set und 70.000 Münzen. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Es ist auch wieder ein geiles Team der Woche dabei mit Hero Messi. Ich weiß nicht, ob man den in den Packs ziehen kann. Ihr könnt es mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das wisst. Ob man den zum Beispiel in dem TDW-Set ziehen kann. Wir hätten auch können Elite 2 schaffen. Am Schluss ist es dann nicht mehr so gut gelaufen. Aber halb so wild. Wir schauen uns mal wie immer das Team der Woche an. Und das ist ziemlich krass. Also wie gesagt, die Messi-Karte 96, wenn man den zieht, normalerweise ist er ja im Team der Woche und man könnte ihn ziehen. Er ist 3,8 Millionen wert, also dann hätten wir ausgesorgt. Benteke ist noch ganz geil, Matuidi ist geil, wir haben noch Bonucci, der nicht schlecht ist, Keita ist, hat eine geile Karte. Und wen wir wirklich, wirklich, wirklich ziehen wollen, die Karte ist auf der Bank, Anthony Martial. Also das ist die Karte, um die es heute geht. Wenn wir den ziehen, super geil, das sind nochmal 500k und den will man ziehen. Anthony Martial will man ziehen, das ist klar. Als Stürmer umgestellt, 95 Tempo, 90 Dribbling, 85 Schuss, 80 Pass, 83 Physis. Wir wissen es alle, dass die normale Karte auch schon völlig OP ist und ja, die 86er Inform wird bestimmt mega krass sein. Immobile ist auch nicht schlecht hier. Hat auch eine geile Karte, ist nicht so teuer, also seine Tops wird wahrscheinlich, wenn er eine kriegt, auch überragend. Und jetzt wollen wir aber nicht so lange um den heißen Brei reden und gehen wir in die Packs. Also wir haben Ewigkeiten nichts Gutes gezogen, ihr kennt ja meinen Packluck, es ist einfach schlecht. Kein Walkout, außer im TDW-Set mal von den Top-Partien, ansonsten wirklich nichts Gutes. Und ja, in den Food Champions Belohnungen die letzten 6 Wochen, glaube ich, kein Walkout in der höchste, einmal 84 oder sowas. Das ist wirklich traurig. Und ja, ich hoffe das Beste, wir öffnen das erste Jumbo seltene Spielerset. Es sind ja noch die Team of the Knockout Stage Spieler draußen, also es gibt so viel Geiles zu ziehen. Mal sehen, was wir ziehen. Let's go! Kein Walkout wieder. Ja. Oh Mann! Ey, das kann nicht wahr sein. Wir ziehen hier wieder keinen 84er im 100k-Set. Das ist eine absolute Frechheit. Das kann wirklich nicht sein. Wenn das Team der Woche-Set jetzt genauso ist, ne, dann will ich am liebsten in meinen Bildschirm kloppen. Also das ist krank. Guckt euch an, was das für ein Pack wieder ist. Das ist unfassbar, wirklich. Also EA nimmt nicht wirklich... Wir nehmen nicht wirklich egal, das ist klar. Das ist krank, Alter. Ja, stoßen wir ab, ist alles nichts wert. Und jetzt kommen wir zum Premium-Team der Woche-Set. Ein Walkout wäre überragend. Über jeden Walkout würde ich mich freuen, das ist klar. Wenn es 3 Discard-Informs sind, dann weiß ich nicht, was ich noch denken soll. Dann lohnt es sich auch nicht mehr, irgendwie die Weekend League zu zocken. Für so eine Scheiße, wirklich. Ich hoffe das Beste. Wir öffnen das Set, let's go. Es ist kein Walkout. Es ist kein Walkout. Es ist wahrscheinlich Müll. Es ist ja Steinmann! Was soll sowas, Alter? Was soll die Scheiße, ey? Dillabella, warum? Warum, Alter? Warum die Scheiße? Guckt euch das an. 22.000. Das ist nur wegen der Challenge so, der nächste ist auch 20.000 wert, das ist eine Frechheit, Alter. Wenn nicht gerade die Challenge draußen wäre, wären die alle Abschlusspreis, also das ist oh, scheiß, ey, EA, ihr seid so Hunde, echt. Ich könnte wirklich kotzen, Alter, da spielst du die ganze Weekend League und holst so eine Scheiße raus, das ist eine Frechheit, wirklich. Gehen alle auf die Transferliste. Freunde, es tut mir wirklich leid. Ich kann euch bei den Packs wenig bieten. Ich ziehe nur Scheiße. Ihr wisst es einfach. Ihr seht es jede Woche selbst. Es ist eine absolute Unverschämtheit.
Das war's trotzdem von mir. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr aus euren Food Champions Belohnungen gezogen habt. Bei mir war die Ausbeute ja wieder brillant. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein, ich bin raus und ciao.